Doch wenn Musik erklingt aus diesem hölzernen, diesem drahtbestandenen Kasten, weil jeder deine süßen Finger lieblich singt, wenn sie im Takt des Busens über Tasten rasten, ach, wie beneid ich dann die Holzklötzchen um dich, sie kitzeln deine Hände keck beim Rumklavieren, und meine armen Lippen schmachten rund sich vor Zorn, wenn sie so Kerlchen mit dir amüsieren. Die Necken schmeicheln, treiben schamlos Schabernack, mein Kussmaul wird verschmäht, meine Frust. Denn deine Finger tätscheln totes Tastenpack, statt sie mich, der lebt, beseelt mit Lust. Na gut, wenn deine Hände Holz halt streicheln müssen, lass deine Lippen mehr, ich brauch sie doch zum Küssen. Das war ein unschätzbares Glück für klares Seelenruhe, dass uns in den Gedanken dieser noch nicht vorgekommen war. Aber auch Graf Leindorf war gegen ihn geschützt. Er war gegen ihn durch die Überzeugung geschützt, dass er Realpolitik machte. Die Tage schaukelten und bildeten Wochen, die Wochen blieben nicht stehen, sondern verkrümmten sich. Sie verkrümmten sich. Es geschah unaufhörlich etwas, es geschah unaufhörlich, wenn unerhört ist, etwas geschieht, hat man leicht den Eindruck, etwas, das geschah leicht den Eindruck, dass etwas Reales geschieht. Es geschah unaufhörlich etwas, es geschah unaufhörlich etwas, es geschah unaufhörlich etwas. Thank you.
Burn and cauldron bubble, like the flicking of my
Ich hoffe,